Wir sprechen stellvertretend für den Studierendenrat der Hochschule für Bildende Künste, die Polizeiklasse Dresden und die Aktion Nicht Neutral. Wir fordern, dass Universitäten politisch nutzbare Orte sind, suchen nach Strukturen, die temporär oder nachhaltig Konglomerate bilden und protestieren mit künstlerischen Aktionen im öffentlichen Raum. Wenn die Forderung aufkommt, Kunst zu entpolitisieren, antworten wir: Politische Kunst ist nicht verhandelbar. Wir als Künstlerinnen und Künstler müssen unabhängig sein. Trotz unserer Abhängigkeit von staatlichen Fördergeldern unterstehen wir in unserem Tun keiner Vormundschaft oder Partei, der wir Rechenschaft schuldig wären. Umso wichtiger ist es, dass wir die Kunstfreiheit als Widerstand erproben und nicht als heiligen Gral vor uns hertragen. Dabei ist die einzige Tradition in der Kunst stets ihre Veränderung. Genau, und wie das eben schon gesagt wurde, wir vom Studierendenrat der Hochschule für Bildende Kunst stehen für politische Kunst ein. Denn jede Kunst ist immer mehr politisch. Es gibt keine unpolitische Kunst. Basta! Und da kann die AfD Dresden noch so oft irgendwelche Plakate stellen für 0 Cent für politische Kunst oder wie sie alle heißen. Wir werden dafür kämpfen, dass es immer eine politische Kunst geben wird. Wir werden niemals weiße Kunst machen, nationale Kunst, eine deutsche Kunst oder eine völkische Kunst. Das gibt es mit uns einfach nicht. Und politische Kunst zu machen heißt auch, für demokratische Strukturen zu kämpfen und das nicht auf einer Bühne darzustellen oder im Ausstellungsraum. Politische Kunst fängt bei den Produktionsbedingungen an. Und politische Kunst heißt, dass Kunst ein freier Raum ist. Das heißt, für alle. Das heißt nicht nur für weiße Perspektiven, sondern auch für Menschen mit migrantischen Hintergründen und für Geflüchtete. Alle Perspektiven haben Platz in der Kunst. Und wir werden euch versichern, wir werden dafür kämpfen, wir werden uns nicht vereinnahmen lassen von der AfD und auch nicht von einer AfD-nahen CDU. Wir rufen euch auf, die Ressourcen und Möglichkeiten eurer Universitäten und Schulen, Institutionen, eure Nachbarschaften und Viertel auszuschöpfen und diese als widerständige, nachhaltige, offene Räume zu etablieren. Wir sollten nicht länger warten, bis Dinge geschehen, sondern selber dafür sorgen, dass sie geschehen. Wir nehmen keine Freiheitsbeschneidung oder Einschüchterungsversuche seitens spaltender Kräfte oder durch staatliche Repression hin. Sobald Kunst rassistisch instrumentalisiert wird und sobald gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen wird, stellen wir uns mit aller Entschlossenheit gegen jene, die so handeln. Wir werden weder an unserer Hochschule noch sonst wo Diskriminierung von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Alter, Behinderung, ob sichtbar oder unsichtbar, sexuelle Orientierung oder sonstiger durch das Grundgesetz unserer Verfassung geschützten Merkmale hinnehmen oder unkommentiert lassen. Und das bezieht sich auch auf die eigenen zu reflektierenden Diskriminierungsformen. Bei allem gilt, wir haben keine Toleranz für Intoleranz. Wie auch die Hochschule für Bildende Künste drehen wir auch für eine offene, tolerante Gesellschaft ein. Deshalb stehen wir hier. Ich bin Diana. Ich bin Mohammed. In vielen Ländern herrschen lebensunwürdige Zustände, Verfolgung von Minderheiten und Rassismus und was noch viel schlimmer ist, Krieg. Die Menschen versuchen, dem zu entkommen. Sie kommen nach Deutschland und nach Dresden. Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen, Religionen, sozialer Schichten und unterschiedlicher Alter. Wie wir hier zusammenleben, spielt eine große Rolle für alle Einzelnen von uns. Damit das Zusammenleben gelingt, müssen wir uns alle engagieren, jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber
Wer sind alle? Einerseits die Geflüchteten, indem sie sich in die Gesellschaft einbringen durch ihre Arbeit und ihr soziales Engagement. Dann sind sie eine Bereicherung und keine Last oder Bedrohung. Andererseits die Deutschen, die uns geholfen haben, dass wir die Sprache lernen und hier uns zurechtfinden. Danke für das Engagement. Hört nicht auf, euch zu engagieren. Mischt euch weiter ein. Denn es gibt überall Diskriminierung und Rassismus. Unser gemeinsames Ziel ist eine tolerante, offene Gesellschaft, wo jeder seinen Platz hat und man sich mit Respekt begegnet. In dieser Gesellschaft hat Rassismus keinen Platz. Denn er schadet nicht nur denen, gegen die er sich richtet, sondern der ganzen Gesellschaft, dir, mir, uns allen. Deshalb ist unser Kampf unteilbar. Diesem unteilbaren Kampf schließen wir uns natürlich gerne an. Mein Name ist Andrea, ich arbeite bei der Opferberatung vom RH Sachsen und bin im Vorstand vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Mein Name ist Robert, ich bin im Vorstand des Bundesverband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer Gewalt. Es ist wirklich ganz fantastisch, heute hier vor so vielen Menschen zu stehen, vor so vielen Menschen, die sich in Sachsen tagtäglich einsetzen. Wie wichtig dieses Engagement ist, haben die zurückliegenden Jahre wieder besonders drastisch vor Augen geführt. In Sachsen haben wir es schon lange mit gefestigten Nazi-Strukturen und gesellschaftlich weit verbreiteten Einstellungen der Ungleichwertigkeit zu tun. Ebenso lang wird dieses Problem ignoriert, als Extremismus relativiert und verharmlost, antifaschistische, antirassistische, zivilgesellschaftliche Initiativen als Nestbeschmutzer und als Linksextremisten diffamiert. Seit einigen Jahren nun haben sich Ressentiment, Rassismus, Empathielosigkeit, Nationalismus und autoritäre Vorstellungen einmal mehr breit gemacht. Mit Pegida und einer sich zunehmend völkisch-nationalistisch positionierenden AfD, mit Protesten gegen die Aufnahme Geflüchteter bis hin zu Blockaden wie in Klausnitz oder Ausschreitungen wie in Heidenau. Als besorgte Bürger verharmlost blieben sie viel zu lange unwidersprochen. Die öffentliche Debatte hat sich seither verschoben. Dinge sind sagbar, die bisher unverhandelbar waren. Das Recht auf Asyl, Seenotrettung, Grund- und Freiheitsrechte, Gleichberechtigung, Minderheitenrechte werden in Frage gestellt und angegriffen. Angst wird geschürt, Asyl- und Sicherheitsgesetze werden verschärft. Und Sachsen ist mit verschärftem Polizeigesetz, Ankerzentrum und Abschiebehaftanstalt dabei. In diesem Diskurs gedeiht die Gewalt. Rechtsmotivierte Angriffe, Brand- und Sprengstoffanschläge, Ereignisse wie in Chemnitz und mehrere rechtsterroristische Gruppen zeigen die Radikalisierung und die Konsequenz des alltäglichen Rassismus. Und auch diejenigen, die sich für Pluralität und Humanität einsetzen, geraten in den Fokus. Ja, es gibt viele in Sachsen, die für die solidarische und offene Gesellschaft einstehen. Und für ihre Arbeit verdienen sie Anerkennung statt Diffamierung, Unterstützung statt Einschränkung. Wir erwarten eine klare Haltung von Politik und Gesellschaft, denn Sachsen hat ein Problem mit Rassismus in der Mitte der Gesellschaft und mit Neonazi-Strukturen. Um dem zu begegnen, braucht es mehr als kurzfristige Programme. Es braucht ein eindeutiges Bekenntnis und lang angelegte Konzepte. Langfristige Konzepte sind die unabhängigen Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, wie auch die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, die seit mehr als 20 Jahren Menschen in Ostdeutschland und Berlin unterstützen. Getragen von engagierten Vereinen, unterstützt von vielen Menschen, die ich zum Glück heute hier sehe. Rechte und rassistische Gewalt war in der öffentlichen Debatte lange Zeit ein scheinbar ostdeutsches Problem. Diese Wahrnehmung offenbart ein eklatantes öffentliches Wahrnehmungsdefizit. Mölln, Solingen,
Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda. Das sind nur die prominentesten Beispiele für rassistische und rechte Gewalt in den 1990er Jahren. Und auch die Morde und Anschläge des NSU waren keineswegs das Ende der Gewalt. Vielmehr nehmen die Bedrohungen und Angriffe heute wieder zu. Die NSU-Nebenklageanwältin Seda Basaya Yildiz aus Frankfurt und ihre Familie wird massiv vom sogenannten NSU 2.0 bedroht. Der CDU-Bürgermeister der Stadt Altena in NRW wird wegen seiner liberalen Flüchtlingspolitik mit einem Messer angegriffen. Ein SPD-Politiker in Sachsen bekommt eine Gewehrattrappe nach Hause geschickt. Der Kasseler Regierungspräsident wird von einem Neonazi vor seinem Haus erschossen. In Mecklenburg-Vorpommern stehen 29 Kommunal- und Landespolitikerinnen namentlich auf einer Todesliste. Über 2 Jahre lang wurden sie darüber nicht informiert von den Behörden. Und weniger prominente Beispiele spielen dabei in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle. Vielmehr, deutsche Sicherheitsbehörden verschließen die Augen vor der Realität. Nur mal ein Beispiel. Das Bundesinnenministerium zählte 871 Fälle rechter Gewalt für 2018 für die gesamte Bundesrepublik. Für den gleichen Zeitraum registrierten wir als unabhängige Beratungsstellen mehr als 1200 Angriffe allein in Ostdeutschland und Berlin. Hunderte Angriffe, Schicksale werden schlichtweg nicht wahrgenommen und spielen in der öffentlichen Debatte somit keine Rolle. Und es ist nicht davon auszugehen, dass im Westen wesentlich weniger Angriffe geschehen. Daher war es überfällig, dass seit 2015 nun endlich flächendeckende, unabhängige Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bestehen. Das Ausmaß rechter Gewalt ist in den letzten Jahren größer, bedrohlicher und für viel mehr Gruppen real geworden. Für von Rassismus Betroffene, für Geflüchtete und auch für jene, die sich für Menschenrechte und Demokratie engagieren. Doch entmutigen lassen wir uns nicht. Im Gegenteil, unsere Haltung bleibt klar. Wir stehen ein für unteilbare Menschenrechte, eine lebendige Demokratie und eine offene Gesellschaft. In der aktuellen Situation zeigt sich, wie unverzichtbar dieses Engagement ist. Das der vielen Initiativen und Projekte, die sich vor Ort einsetzen in der Jugend-, Kultur-, Demokratie- und Bildungsarbeit. Das unermüdliche antifaschistische Engagement gegen Nazis und deren Aufmärsche. Die Unterstützung Geflüchteter und der Einsatz für deren Rechte. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle hier wart. Viel Spaß, glaube ich, jetzt mit Silbermond, oder? Yeah. Alle Hände in die Luft.